kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Die Bruderschaft, der Weg des Schläfers. Hey! Wir haben letztes Mal gegen die Orks gekämpft, wurden ohnmächtig geprügelt, sind aufgewacht im alten Lager. Warner Cruz hat es leider nicht geschafft. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich zurück zur Bruderschaft und da mal berichten. Aber ich würde auch gerne noch die Händler abchecken hier. Sergio? Okay, der handelt gar nicht mit mir. Die handeln alle nicht mehr mit mir. Hat Fisk dafür gesorgt, dass die nicht mehr mit mir handeln? Zeig mir deine Ware. Lass uns mal abwarten. Ich hätte das nicht gemacht. Ich kann das nicht mehr hören. Ist eigentlich Bloodwin schon hier? Lass uns erst mal abwarten, was daraus wird. Na, sieh mal einer an. Was willst du von mir? Reden. So arg groß, wie du hier rumläufst, ist es ein Wunder, dass dir noch nichts passiert ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das glaube ich. Es gibt eine Menge Arschlöcher, die nur darauf warten, einen wie dich auszurauben. Doch das werden wir Gardisten nicht zulassen. Denn wir... Lass mich raten. Du machst Throns alten Job? Natürlich. Irgendjemand muss ja auf die Schutzbedürftigen achten, nicht? Ach, hör schon auf. Ich brauche keinen Schutz. Das habe ich Juan auch schon gesagt. Wenn du das sagst. Aber komm nicht zu mir gekrochen, wenn du von einer Bande Buddler niedergeschlagen und ausgeraubt wirst. Solange du mir nicht 10 Erz zahlst, kann ich nämlich nichts tun. Wir sehen uns. Das hoffe ich doch. Vielleicht können wir ja Freunde werden. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Tu mir nichts. So, Bloodwin, das halte ich davon. Garderüstung. Wer hat einfach die Garderüstung dabei? Wie witzig ist das denn? Naja. Man erzählt sich ja so einiges. Genau das habe ich auch gesagt. Ich kann das nicht mehr hören. Alles klar? Ja. Der Schläfer ist der einzig wahre Gott. Warum erfahre ich das erst jetzt? So, wen gibt's denn hier noch? Mich fragt ja. Hey, er trägt jetzt die Bruderschaftskleidung. Zeig mir deine Ware. Oh nein. Ja, willst du noch eine bessere? Willst du noch eine Garderüstung haben? Hier. So, dann können wir ihnen das hier alles verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist doch nichts Neues. Das interessiert mich nicht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Na, mal gucken, was hier noch so abgeht. Vielleicht haben die Magier noch irgendwas Neues zu verkaufen oder... Dieser Maximus. Man erzählt sich ja so einiges. Danke für euren Einsatz. Ohne euch würde ich jetzt wohl kaum auf den Beinen stehen. Denke ja nicht, dass das meine Idee war. Oder die eines anderen Magier des Feuers. Es wurde von den oberen Herren gewünscht und wir haben dem nur entsprochen. Ich verstehe nicht. Ich wollte mich einfach persönlich für die Heilung bedanken. Du verstehst nicht? Ja, das sieht dir ähnlich. Was soll das gerade werden? Wir haben an der Seite vom alten Lager gekämpft. Das ändert nichts daran, dass ihr einen Götzen anbetet und euren Verstand durch diese Sumpfkraut benebelt. Enos ist der Größte. Ich sag das jetzt mal aus Spaß. Stimmt. Enos ist der Größte. Wahr gesprochen. Enos ist der Oberste der Götter. Wir dienen... Ach, du unwissender Scharlatan. Sieh zu, dass du diesen Ort verlässt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was können wir dem petzen? Kannst du mir magisches Zubehör verkaufen? Vielleicht führen dich ja die Kräfte unseres Herrn Innos wieder auf den rechten Pfad.
Nee. Ich speichere mal, bevor ich das sage. Der Erzbaron Maximus handelt mit Artefakten, Belias. Was bist du für einer, dass du einen ehrwürdigen Erzbaron beschuldigst? Ich bin. Unerhört! Scher dich weg, du Götzenanbeter. Entsage lieber deinen falschen Gott. Lass uns mal. Ich war gespannt, ob jetzt Maximus dazu was sagt. Wir können nur abwarten. Ich hätte das nicht gemacht. Nun wirst du am eigenen Leib spüren, was es heißt, einen Erzbaron zu hintergehen. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, das dachte ich mir schon. Hauptsache, man kann sich gar nicht wehren. Das hasse ich, wenn man sich nicht wehren kann. Wenn man einfach umgebracht wird. Wenn ich zumindest noch weglaufen könnte. Eine Spruchrolle, mit der man einen Dämon beschwört. Gefährlich. Aber für wen? Ich kaufe sie dir selbstredend ab. Nice. Eine Spruchrolle, mit der man ein Skelett beschwören kann. Kein seltenes Artefakt, aber ich werde sie dir trotzdem abkaufen. Eine Spruchrolle, mit der man Untote vernichtet. Kein seltenes Artefakt, aber ich werde sie dir trotzdem abkaufen. Eine Spruchrolle, mit der man Untote vernichtet. Schon Vorräte angelegt. Ja, ich könnte mir den jetzt kaufen. Ich verkaufe den, glaube ich, auch mal alle meine Ringe und so, die ich nicht brauche. Ich glaube, den werde ich sowieso nicht nutzen. Also der kann erstmal weg. Der kann auch weg. Der kann eigentlich auch weg, weil 3 Stärke. Ich glaube nicht, dass ich den brauche. So, was haben wir denn noch? Das magische Erz kann weg. Das kann weg, das kann weg. Diese ganzen Geschichten hier. Ah, ein Blutkelch. Ich verkaufe den auch mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Wenn ja, dann weiß ich ja, wo er ist. Tja. Ich kaufe den mal noch nicht, glaube ich. Weil erstmal brauche ich ihn jetzt gerade nicht. Und vielleicht finden wir ihn auch noch. Ne? So. Ich check einmal noch, was die Erzbarone hier machen. Und die haben wohl nichts zu erzählen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Meinst du, mir geht es besser? Erz! Naja, okay. Dann gehen wir jetzt zum Sumpflager. Bruder, du bist wieder wohl auf. Gorkuma, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich erst. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, als ich dich auf dem Schlachtfeld da liegen sah. Vor allem nach den Gornakus. Es wird lange dauern, bis ich damit klarkomme. Ein großer Verlust. Hast du schon sein Grab besucht? Natürlich. Er hat seine letzte Ruhe gefunden. Ich werde auch einmal am Schrein für ihn beten und ihm meinen Respekt zollen. Anders habe ich es nicht von dir erwartet. Aber vielleicht solltest du vorher noch einmal bei Cor Elvado vorbeischauen. Malvolos ist gerade bei ihm. Das werde ich tun, Gorkuma. Bis später. Ist das wirklich wahr? Hey! Interessant, dass er gebetet hat, ne? Normalerweise ist er doch gar nicht gläubig. Hat der Tod von Gorna Cruz ihn jetzt zum Anhänger des Schläfers gemacht? Also zum wahrhaftigen Anhänger? Das habe ich früher auch immer gesagt. Das interessiert mich nicht. Ich habe mir das schon gedacht. Schläfer, Gorna Cruz. Cruzwin? Wieso Cruzwin? Verzeih, Bruder! Ich habe gehört, wie du für Gorna Cruz gebetet hast. Er hätte sicher gewollt, dass du seine Klinge in seinem Namen weiterführst.
Vielleicht. Aber darüber kann er jetzt nicht mehr entscheiden. Geh mal zu Gornaorn. Glaub mir, du bist mehr als würdig. Besser, als wenn sein Schwert auf einem Grab rostet. Ich würde es ja gerne weiterführen, aber... Es ist eine Zweihandwaffe. Ach, guck mal. Ich hab da so meine Erfahrungen und Du bist wieder gesund. Du hast einen neuen Freund, wie ich sehe. Er glaubt nicht an den Schläfer, aber er folgt mit überall hin. Ohne dich hätte ich mich nie aufgerafft. Und nie Rocky getroffen. Ich muss dir doppelt danken. Genug Dank für heute. Halt dich einfach aufrecht. Und nicht wieder zu viel rauchen. Das finde ich cool. Hat sich das auch aufgeklärt. Ja, schade, dass ich Lehrstunde der Freundlichkeit so blöd gemacht habe. Ich habe was anderes gehört. Da war ich zu übereifrig und habe es zu früh versucht. Ich will tauschen. So, du hast aber nichts, was mich interessiert. Ich habe da so meine Erfahrungen dir vorher sagen können. Herz. Zeigt mir eure Spruchrollen. Gorkomak schickt mich. Er hält mich für würdig, dass ich das Andenken von Gornakruz mit seinem Schwert weiterführe. Ich weiß. Er ruft nach dir. Wer? Gornakruz? Seine Stimme flüstert bereits zwischen den anderen. Sein Schwert und sein Name sollen weiterhin der Gemeinschaft dienen. Er will es so. Trage es in Ehren, auf dass es eines Tages deinen Hügel ziert. Er sieht dich. Oh, Tolan wurde hier auch noch begraben. Schönes Detail. Das ist ja den wir im Sumpf gefunden haben. Wo ist denn Ronald Cruz jetzt begraben? Ah, hier wahrscheinlich. Ja, der arme Ronald Cruz. Ist eine schöne Waffe. Aber nicht besser als unsere. Wenn wir das verkaufen, verflucht Gornar Cruz uns bestimmt. Habe ich eigentlich noch Lernpunkte? Jo. Können wir auch noch weiter Stärke lernen? Ich hätte das nicht gemacht. Warum nicht? Ja, die Erzbarone kriegen alles, was sie wollen. Erz. Hat der eigentlich noch was Neues? Hier? Ich hätte ihn getadelt. Das ist eine schlimme Sache. 60 Mana brauche ich, um meine Sinne zu schärfen. Ich weiß nicht, ob ich noch auf 60 Mana komme. Wir werden sehen. Lernen werde ich es. Aber erstmal nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Die Erzbarone kriegen alles, was sie wollen. Ich will stärker werden. Krass, dass es immer noch günstig bleibt. Ne? Wir haben jetzt 100 Stärke schon und es kostet immer noch nicht mehr. Ich will stärker werden. Aber vielleicht muss ich auch auf dem normalen Weg bis 100 lernen. Weil ich habe ja auch noch permanente Boni. Obwohl, eigentlich habe ich nur auf 5 permanente Boni, ne? Naja, solange das so günstig ist, werde ich das auf jeden Fall weiter lernen. So. Ja, leider hat er gar nicht so gute Waffen, ne? Also Einhandwaffen hat er nicht so gute. Aber das hat ja auch Gorkuma gesagt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Irgendwie tut mir Gor Chagall leid, weil ich sein Schwert mal geklaut habe. Ich war ganz allein. Hey! Mich brauchst du das nicht zu viel. Kann ich mir jetzt eine bessere Rüstung kaufen? Ihr wolltet mich sprechen, Cor Elvado. Der Schläfer sei gepriesen. Du bist wieder wohl auf und bei Kräften. In den ersten Tagen nach der Schlacht habe ich stündlich nach dir gesehen. Es war für dich noch nicht an der Zeit, in das Reich des Schläfers einzukehren. Es tut gut, dich wiederzusehen.
Besonders der Tod von Gornagruz lastet noch immer schwer auf uns allen. Er war unser bester Crawlerjäger und überaus beliebt bei allen Brüdern. Nun ist er tot. Möge er im Reich des Schläfers ruhen. Ich bin mir sicher, das wird er. Gornagruz war für mich nicht nur ein Bruder, sondern ein Freund. Ich weiß. Er hat unserer Bruderschaft so gut gedient, wie er konnte, und auch dank ihm ist die Bedrohung durch die Orks Geschichte. Ehe ich es vergesse. Ist Gorluman eigentlich schon zurück im Lager? Er blieb zurück. Er sagte, er braucht noch einen Moment für sich nach dieser Schlacht. Ich verstehe. Nun, Gorluman war immer etwas sentimental in solchen Dingen. Gerade seine Leidenschaftlichkeit macht ihn zu so einem verlässlichen Mann. Von Erleuchteten gibt es weiterhin keine Neuigkeiten. Auch die treuesten Tempelwächter haben keine Spur gefunden. Nach deiner Verletzung sollst du dich erstmal erholen. Doch wenn du genug bei Kräften bist, sieh einmal in unserer Mine nach. Ich warte noch auf meinen Bericht von Gornavark. Hey! Okay. Was sollte ich über Zweihänder wissen? Zweihänder sind vielseitige Waffen. Sie haben eine hohe Reichweite und richten bei Treffern schwere Schäden an. Es bedarf eines ruhigen und konzentrierten Geistes, um sie wirksam zu führen. Die Zweihänder, deren Umgang ich dich lehre, sind viel leichter als jene, die man außerhalb der Barriere bekommt. Echte Meisterwerke der Schmiedekunst. Normale Zweihänder sind wesentlich behäbiger. Du wirst sie nicht ganz so elegant führen können wie unsere Klingen. Und nur Krieger, die sich auf sie spezialisiert haben, beherrschen den Kampf mit schweren Zweihändern und Äxten. Sind schwere Zweihänder nicht auch effektiver? Eine gute Frage. In manchen Situationen können sie durchaus kraftvoll sein. Doch eine schwere Waffe lässt dich schnell ermüden und verlangt einen gänzlich anderen Kampfstil. Ich dagegen werde dich lehren, einen Gegner in einem wahren Tanz der Kampfeskunst zu Boden zu strecken. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist, kann ich dir einen besseren Panzer zuteil werden lassen. Wahrscheinlich darf ich mir jetzt erst die kaufen, oder? Und die noch nicht. Kannst du mir eine verbesserte Templer-Rüstung geben? Es freut mich, dir diesen erlesenen Panzer zu überreichen. Möge er dich gut schützen. Oh, darf ich doch. Okay. Möge der Schläfer dir den Weg weisen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Na dann, das gibt doch nur noch nicht beruhigt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Regeln sind wichtig. Möglich ist alles. Ja, schön. Ich hätte das nicht gemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr gute Schutzwerte. So, das Schwert des Kriegers, da können wir mal bei Gorluman vorbeischauen. Zur Passmine sollen wir und die Falle. Wir können ja mal zum alten Lager gehen. Bei Huno vorbeischauen. Ich finde es aber schon komisch. Sweet hat sich ja darauf spezialisiert, die Zweihandschwerter zu schmieden und jetzt will er hier zu Huno. Und ich zweifle Hunos Fähigkeiten jetzt gar nicht an, aber Huno ist halt so ein Buddler-Typ, ne? So, eine Sache, die ich mal testen wollte, ist, was ist, wenn ich den hier angreife? Steck die scheiß Waffe weg! Wirka, bist du blind oder was? Ich hab so. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich hätte nicht leben. Okay, der hat keinen Schlüssel dabei. Noch mehr Ärger kann ich hätte das nicht gemacht. Mich brauchst du das nicht. Aber ich kann hier rein. Alter, was ist das? Das hätte ich dir vorher sagen können. Das war doch klar. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das hätte ich dir vorher sagen. Mich fragt ja keiner. Zombie erschaffen? Meine Meinung will ja keiner hören. So sauer? Nö. Kann ich Zombie erschaffen vielleicht auch Maximus geben? Das ist doch schon was Seltenes, oder? Das war doch seine Entscheidung. Er hat noch eine Stunde lang gejammert. Aber sehr witzig, dass das hier keine Konsequenzen hat. Er hat noch eine Stunde lang gejammert. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann er nicht ewig so weitergehen. Ich hab was anderes gehört. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte das nicht gemacht. Nee, die kann ich ihm nicht abgeben. Komisch. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das sind doch alles nur Gerücht. Ja, aber wenn ich jetzt hier einen Feuermagier angreife, greifen mich denn die anderen nicht an? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Oder war das gerade nur, weil der alleine war? Der arme Kerl kann einem leid tun. Dir bring ich mal nicht. Ich steh voll hinter dir. Jetzt wird. Wieso hilft er denn mir? Das ist ja richtig merkwürdig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Version ein bisschen verbuggt ist. Geht das auch mit den Erzbaronen? Wollt ihr wohl damit aufhören? Ja, die greifen alle ihn an.
Hier wird nicht gekämpft, klar. Lass dir das eine Lehre sagen. Hey, das ist aber doch nicht... Guck mal, was der für krasse Sachen dabei hat. Ich hatte das anders gehört. Die Herzbarone kriegen alles, was sie wollen. Ich hatte das nicht verstanden. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ach, Bartolo, habe ich ja schon mal verprügelt. Ah, jetzt geht er auf mich. Okay. Lass uns mal abwarten. Mach ihn fertig! Genau das habe ich auch nicht gesagt. Schlag doch zurück! Ha, dem hast du's gezeigt! Ja, aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Dem hast du's gezeigt! Versuch das ja nicht nochmal. Da hast du wohl recht. Wieso darf ich denn hier alle verdreschen? Da hast du wohl recht. Am selbst ist er da nicht drauf gekommen. Mach ihn fertig! Oh, das tat weh. Schlag oh, doch zurück! Das tat weh. Mach ihn fertig! Jetzt zur Sache. Dem hast du's gezeigt. Ja, die Erzbarone kriegen alles, was sie wollen. Also. Wollt ihr wohl damit aufhören? Pass doch auf! Bin etwas verwirrt hier. Pass doch auf! Schlag zurück! Das nächste Mal werden wir ja sehen. Schlag zurück! Vorsicht! Dem hast du es gezeigt. Warum hat er eigentlich... Scar falsche SVM-Dialoge. Warum erfahre ich das erst kürzlich? Das ist doch lange bekannt. Okay, das Ding ist ja auch krass, ne? Wenn heim zu Mutti, hier wird nicht gekämpft, klar? Lass dir das eine Lehre sein. Ist das dumm? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ich meine, wir haben ja jetzt noch das hier, ne? Das ist doch nichts Neues. Ich bin ja auch plus 8 Stärke und Geschick. Aber hier kriege ich halt noch Leben auch, ne? Fahre ich das erst jetzt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Wie er jetzt hier rumläuft. Mich fragt ja keiner. Ich weiß nicht, was daraus wird. Das habe ich noch gar nicht gewusst. In heiligen Schriften. Das kann doch nicht wahr sein. Genau das habe ich auch gesagt. Hast du wohl? Ich habe mir das schon gedacht. Sag mir nicht, oh, die sind ja übelst stark. Ragan und Maximus, beide richtige Brecher. Schon Vorräte angelegt. So, also die Armbrust behalte ich natürlich. Das behalte ich auch. Mir tut es echt weh, Erleuchtung zu verkaufen, aber was soll's. So. Ja, möchtest du die leichte Templerrüstung auch haben? Das behalte ich mal. Den Ring der Heiler, der kann weg. Der kann auch weg. Wenn ich mir den Gürtel der Stärke kaufe, dann habe ich zwar weniger Schutz. Ich kaufe mir den jetzt doch. Erstmal wollte ich ihn ja nicht kaufen, aber ich kaufe ihn jetzt mal doch. Dann kann ich vielleicht noch die eine oder andere stärkere... Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist doch alles Waffe tragen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Am selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich meine, die ist ja nochmal um 20 Schaden stärker, ne? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das kann doch nicht wahr sein. Wer erzählt denn sowas? Glaubst du wirklich daran nicht? Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas gar nicht stimmt in meiner Version. Stellt sich das immer so ein? Man darf halt nicht alles glauben. Raus aus meinem Bett! Naja. So, wir können ja mal zum... Wohl, warte mal, ich penne doch noch mal bis zum Morgen. Steh mal auf, Junge. Nicht, du hast das nicht gewusst.
Wo kommen wir dich drauf an? Was ist los? Weil um 5 Uhr pennen ja noch alle und ich wollte ja noch mit Gorluman reden. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey! Achso, das ist der Typ. Ich hab mir das schon gedacht. Ich habe hier etwas Wanzenfleisch für dich. Kann ich eine Portion haben? Klar doch. Hier hast du eine. Danke. Das war keine große Sache. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ist das Gohanes? Da kannst du dir nichts dran ändern. Ajo. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Warum kann ich ihm das abgeben? Wollt ihr wohl damit aufhören? Das ist doch alles nur Gerede. Ich hab so einiges gehört. Kein Herz? Du nutzlose Stück Dreck! Hast du gerade die Fleischwanze ausgeraubt? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Viel Spaß mit den Dingern. Sehr gut. Du warst ja richtig fleißig. Die Teile kannst du natürlich behalten. Wenn du dir schon so viel Mühe gemacht hast, solltest du auch nicht leer ausgehen. Okay. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Ich glaube nicht, dass ich daran was... Du armes Würstchen, hast ja nicht mal Gold dabei. Noch nicht mal Gold? Ja, wieso wollen die denn die Fleischwanzen ausrauben? Der arme Kerl kann einem leid tun. Ihr seht entspannt aus, Gorluman. Habt ihr euch schon um das neue Schwert gekümmert? Es tut gut, wenn man seine alten Knochen einfach mal ausruhen kann. Und ich habe schon mit Huno gesprochen. Er wird mir eine neue, zweihändige Klinge schmieden. Er hat ein bisschen verschlagen gegrinst, weil er wohl wusste, dass die Überreste von meinem alten Schwert von einem wertvolleren Material sind und ich noch drauf zahle. Wenn Huno diese einschmilzt und weiterverarbeitet, macht er daraus sicher einen ordentlichen Gewinn. Aber das ist mir egal. Ich möchte endlich wieder eine normale Klinge führen, die für mich geschmiedet wurde. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich sie in den Händen halten kann. Warum ist ein Mann wie ihr eigentlich in der Barriere gefangen? Ihr kommt mir vor wie ein alter Kriegsveteran aus der myrtanischen Armee. Da irrst du dich. Vor meiner Zeit in der Barriere hatte ich nichts mit dem Krieg zu tun. Und auch keinerlei Erfahrung im Kampf. Erst in der Bruderschaft wurde ich zu dem Mann, der ich heute bin. Ein Krieger des Schläfers. Vorher war ich nur ein einfacher Bürger aus Korinis. Meine Mutter starb früh und mein Vater war ein Fischer. Wir hatten es nie leicht, oft reichte der tägliche Ertrag gerade einmal, um unseren Hunger zu stillen. Am Ende reichte es nicht einmal mehr für uns beide und nach einem schlimmen Sturm kehrte mein Vater nie vom Meer zurück. Ich erinnere mich noch genau an seine letzten Worte an mich, als wäre es heute. Du wirst heute essen und ich werde wieder hinausfahren. Ich will doch nur dein Bestes, mein Sohn. Ich will mich einfach um dich kümmern, denn du bist das Einzige, was ich noch im Leben habe. Ich wurde kriminell und begann, die reichen Leute zu bestehlen. Denn sie hatten ein unbeschwertes Leben und mussten sich nie Sorgen um etwas machen. Einige Zeit konnte ich gut davon leben, aber ich war kein allzu geschickter Dieb, deshalb wurde ich erwischt. Der Mann wollte mich an die Miliz verraten. Aus der Panik heraus erschlug ich ihn mit einem Knüppel. Wie habt ihr euren Weg zur Bruderschaft gefunden? Wie du ja weißt, war ich wie viel ein ganz gewöhnlicher Butler hier im alten Lager. Jeden Tag musste ich in der Mine schuften gehen und mich dazu noch von den Gardisten schikanieren lassen. Die Arbeit als Butler war hart, wodurch mein Körper durch die ganze harte Arbeit aber recht muskulös wurde. Immer, wenn ich im Lager war, hatte ich dieses beklemmende Gefühl, dass mir im nächsten Moment etwas Böses widerfährt. Als ich eines Tages aus der Mine zurückkam, schnappte ich die Gespräche von anderen Leuten auf, dass sich ein paar Männer in den Sumpf begeben haben, um ein eigenes Lager zu gründen. Anders als die Gardisten sollten sie sich um ihre Mitglieder kümmern und beschützen und auch ziemlich großzügig sein. Da ich ohnehin nicht mehr in den Minen schuften wollte und das Lager sich wirklich überzeugend anhörte, beschloss ich abzuhauen. Ich versteckte mich beim nächsten Gang zur Mine im Gebüsch, bis die Luft rein war und fand den Weg zur Bruderschaft. Wie seid ihr zum obersten Tempelwächter aufgestiegen? Als Novize war ich anfangs einer der Krautsammler, damals noch unter Novize Volos. Die Arbeiten waren zwar auch hart und anstrengend, aber sie gaben mir ein besonderes Gefühl. Ich war Teil der Bruderschaft und wurde gebraucht. Zur Arbeit auf den Feldern kam ich immer pünktlich und ging das mit großem Fleiß an. Es war meine Pflicht, das Kraut zu sammeln. Nebenbei ließ ich mich von den heiligen Streitern des Schläfers faszinieren, die jeden Tag ihr Leben für ihre Brüder aufs Spiel setzten. Ihre Pflichten waren selbstlos und nur zu bewundern. Sie mussten zwar auf vieles verzichten, aber ich war das einfache Leben gewohnt. Deshalb wollte ich selbst einer der Templer werden und begann in meiner Feindzeit mit demselben Ehrgeiz wie auf dem Feld zu trainieren. Kor Elvado bemerkte das und nahm mich in den Orden der Templer auf. Er wurde sogar mein Lehrmeister und forme meine Kampfkünste noch weiter.
Ich war das Üben mit so schweren Waffen nicht gewohnt, aber ich wurde jeden Tag besser. Das war wohl auch der Erleuchtete, weshalb er mich zu seinem Leibwächter machte. Ich hatte das nie für möglich gehalten, dass gerade ich der Leibwächter des Erleuchteten persönlich werden würde. Aber das Leben hält für jeden Überraschungen parat. Heute bin ich darauf noch genauso stolz darauf wie damals. Es freut mich, dass ihr mir davon erzählt habt und ich somit mehr über euch erfahren konnte. Keine Ursache. Es tat auch gut, einmal ganz offen über die Vergangenheit zu sprechen. Gerade in Zeiten wie diesen. Der Erleuchtete ist noch immer irgendwo da draußen und ich kann ihn nicht schützen. Dieses Gefühl des Versagens nagt an mir. Ich muss ihn finden. Uah. Ich habe viel erzählt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Meine Vorräte an Wurzelsuppe sind erschöpft. Geh bitte zu einem der Händler und kaufe etwas Fischsuppe. Inzwischen kann ich nochmal bei Runo nachfragen, wie weit er mit meinem neuen Schwert ist. Gut, wir sehen uns gleich wieder, Goaluman. Ah, da bist du ja wieder. Wie du siehst, ist die Klinge fertig. Ich bin richtig glücklich. Lass sie mich kurz betrachten. Schönes Schwert. Es ist ein wenig schwerer und vielleicht auch stumpfer. Aber dafür meine persönliche Klinge. Sieh mal, die Schneide ist lang und dünn mit schönen eingravierten Ornamenten. Sie liegt mir perfekt in der Hand. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich das Schwert weihe. Hast du das Essen dabei? Ja, ich habe eine Fischsuppe für euch. Hier. Köstlich. Ich hatte fast vergessen, wie angenehm so eine Fischsuppe riecht. Wie die von meinem Vater. Freut mich, wenn ich euch den Gefallen machen konnte. Wie wollt ihr euer Schwert weihen? Die Klinge soll mit Blut getränkt werden, um damit die Seelen in den zwei Händen zu schließen. Ich glaube fest daran, dass auch eine Klinge so etwas wie eine Seele besitzt. Genau wie ihr Träger. Es soll etwas Besonderes sein. Ich dachte dabei sofort an einen Schattenläufer. Was meinst du? Also eigentlich... Also letztes Mal hab ich das gemacht, aber ich sag diesmal einfach das andere, einfach um zu sehen, was dann passiert, ne? Ohne mich, da muss ich leider ablehnen, Goalumman. Ein Schattenläufer ist mir zu heikel und ihr solltet davon auch ablassen. Schade, ich hatte eigentlich Vertrauen in dich, nachdem ich mich mit dir unterhalten habe. Ich fühle mich persönlich verletzt, dass du mir nicht zutraust, einen ausgewachsenen Schattenläufer zu töten. Dann werde ich alleine aufbrechen und mein Schwert weihen. Der Schläfer sei mit dir. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber zumindest sieht man so. Ist doch nichts Neues. Den anderen Weg. Das hätte er vielleicht doch besser wissen. Vielleicht hat das ja auch später noch Konsequenzen, je nachdem, ja, was da noch so passiert. Mal gucken. So, ich gehe einmal zum neuen Lager. Können ja auch mal hier noch mit den Leuten quatschen. Aber mir ist auch aufgefallen, ich habe gar nicht mit Baal Wollos geredet. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das gibt doch vielleicht nur noch haben mehr die ja auch hier noch mehr zu tun jetzt. Hey! Nee? Warum erfahre ich das jetzt erst? Was hast du denn so anzubieten? Jede Menge. Sieh es dir selbst an. Die machen Hackfleisch aus dir. Einige Probleme. Ich hätte nicht leben. Mein Freund aus dem Sumpf. Bist du wiedergekommen, um dich in meinem Ruf zu sonnen? Eher Zufall. Aber wo ich dich schon mal sehe, ich habe da etwas Interessantes mitbekommen. Ach ja. Dann verschwende nicht meine Zeit. Raus damit. Ich glaube, letztes Mal habe ich das gesagt. Als ich das letzte Mal im alten Lager gewesen bin, habe ich einige Butler quatschen gehört. Es ging darum, dass in Kürze wieder ein Konvoi zur neuen Mine startet. Das hat sie ziemlich angepisst. Ha! Die Butler sind ja auch die ärmsten Schweine in der Kolonie. Selbst schuld, wenn sie sich unterdrücken lassen. Was soll das heißen? Ich werde die Sache im Hinterkopf behalten. Den Rest lass mal meine Sorge sein, Kleiner. Mit einem Dolch wäre ihm das nicht passiert. Okay. Ja, dann werden wir es nachher untersuchen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das
Meinst du, mir geht es besser? Brauchst du das nicht? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja, einige Probleme erledigen sich von selbst. Warum erfahre ich das erst jetzt? Hauptsache, der hat hier einfach Schädel in seiner Truhe. Das hätte ich dir vorher sagen können. Mich brauchst das du kann das ja nicht ewig so weitergehen. Das kann doch nicht wahr sein. Das hätte ich dir vorher sagen können. Warte einen Moment, mein Sohn. Stimmt es, dass Ifisor verschwunden ist? Boah, da weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich sag mal, es geht euch nichts an. Das geht euch nichts an. Besprecht das mit den Gurus. Das wäre mir ganz sicher. Zeig mir deine Spruchrollen. Sehr. Sehr. Okay, ja, ich könnte mir noch ein paar Tränke kaufen, warum nicht? Das hätte ich dir vorher sagen können. Das sind doch alles. Was haben wir noch zu tun? Ja, die Falle könnten wir nachgehen, die Liste könnten wir machen. Ich kann das nicht. Wer erzählt das denn hätte ich dir vorher? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich hab da so meine. Hier kann man sowas ja, machen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Wir können auch mal mit Lee sprechen. Ich hätte das nicht gemacht. Mit mir kann man sowas nicht machen. Ihr seid zu spät beim Schlachtfeld eingetroffen? Im Gegenteil. Genau zum richtigen Moment. Einer eurer Templer hatte gerade den Anführer der Orks erschlagen, als wir von der Seite einen Pfeilhagel in die Orks schickten und dann mit gezückten Waffen losstürmten. Unser Eingreifen hat die wandenden Reihen der Orks endgültig zerbrochen. Sie haben sich zurückgezogen, um weitere Verluste zu vermeiden. Aber die Schlacht war schon im Gange. Wolltet ihr nicht die gemeinsame Verteidigung organisieren? Wollen konnte ich viel. Aber die Orks hatten wohl Kenntnis über unsere Bewegungen und früher angegriffen als erwartet. Sie sind nicht dumm. Haben überall ihre Speer in der Kolonie. Und dann der Rückzug. Was überlegt ihr? Die Orks vom Festland sind anders. Sie stürmen gnadenlos vor. Dieser Rückschlag dagegen hat den Orks zwar einen schweren Schlag versetzt, aber sie nicht vernichtet. Sie waren schlau und haben ihre Kräfte zurückgehalten. Wir konnten sie im Orkgebiet auch nicht aufreiben und mussten es bei dem Sieg belassen. Also sind die Orks weiterhin eine Bedrohung für die Lager. Sobald werden sie sicher nicht mehr angreifen. Aber das Orkgebiet bleibt dir reich. Halt dich besser davor fern. Das alte Lager gibt euch Schuld am Tod von Brabak und vielen Gardisten. Junge, meinst du, ich hätte von Gomez etwas anderes erwartet? Wir haben uns nach der Flucht der Orks sofort zurückgezogen. Soll er mich für einen Feigling halten? Besser, als dass er uns sofort hintergangen hätte. Die Bedrohung wurde zurückgeschlagen. Das zählt. Kann ich hier irgendwo Waffen kaufen? Willst du mal eine richtige Waffe führen, was? Soldatenhacker. Ja, schön, schön. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, ich glaube, ich gehe von hier aus. Vielleicht kann ich dann nochmal mit Fred reden. Da kannst du so meine Erfahrung. Hey! Ich habe Kato von einem Konvoi erzählt. Ich denke, er hat angebissen. Wunderbar. Das Schwein kann sich auf etwas gefasst machen. Der Tanz kann beginnen. Der Tanz kann beginnen? Das sagt man, wenn es ans Eingemachte geht. Das wird der letzte Überfall von Kato werden. Ja, cool, dass ich mich bewegen darf. Ich laufe mal direkt hinterher. Da kann ich mir ja auch hier noch den Wald angucken und auch mal hoch zu den Banditen, da war ich ja noch gar nicht. Oh, Kato ist, der liegt hier schon tot. Ah, du bist es. Ich dachte schon. Fred, geht zu weit. Du bist verwundet. Ja. Ich komm schon klar. Dieser Hund von Kato ist endlich da, wo er hingehört. Schade, dass er nur so kurz gelitten hat. Muss wohl ein ziemlich harter Kampf gewesen sein.
Er ist nicht der einzige Tote. Junge, das war's auch. Und wenn es ehrenhaft abgelaufen wäre, dann würde ich jetzt nicht mehr hier stehen. Aber danach fragt am Ende niemand mehr. Wichtig ist nur eins, ich lebe. Und das Schwein liegt tot im Dreck. Jetzt, wo alles vorbei und Kato tot ist, war es das wert? Er ist tot. Nur das zählt. Das Ziel ist erreicht, aber deine Kameraden hat er noch mit in den Tod genommen. Kato hätte die Kolonie noch lange unsicher gemacht. Und viele aus dem alten Lager hätten das mit ihrem Leben bezahlt. Du fragst mich also, ob es den Tod meiner Kameraden wert war. Ja, verdammt. Scheiß auf sie. Und wenn es dafür gut war, dass ich diesen Kerl endlich erledigen konnte. Na schön. Das hat das jetzt wohl ein Ende. Bevor ich es vergesse. Ich habe bei der Leiche von Kato diesen Ring gefunden. Ich kann mit diesem Schnickschnack nichts anfangen, nimm ihn. Wertvoll wird er allemal sein. Sie ist einfach als Belohnung. Danke. Spaß dir. Ich danke dir. Ohne dich wäre es nicht dazu gekommen. Tja, das sollte wohl anders laufen. Hey! Wie laufen die Konfers? Jetzt, wo das Schwein Kato Geschichte ist, sehe ich deutlich entspannteren Zeiten entgegen. Normalerweise sollte man wahrscheinlich hier hinkommen und die dann alle hier schon liegend vorfinden. Okay, was ist das für ein Ring? Ein Ring der Unbezwingbarkeit, oder? Ja. Unbesiegbarkeit ist besser, aber naja. Gut, dann schauen wir uns mal hier um. Die ganzen Viecher sollten ja jetzt mit Leichtigkeit besiegt werden. Oh, stimmt. Mir fällt gerade was ein. Der Typ, der sammelt Ork-Waffen. Habe ich ganz vergessen. Warum sitzt du hier rum? Narm, warum willst du das wissen? Ich frag ja nur. Ja, ja, schon gut. Hat jedenfalls keinen besonderen Grund, dass ich hier sitze. Schicke Axt, die du da trägst. Gehörte einem Ork, nehme ich an. Oh, richtig beobachtet. Die Waffen sehen zwar plump aus, aber wenn man richtig mit ihnen umgehen kann. Und glaub mir, ich kann richtig damit umgehen. Wie bist du denn daran gekommen? Na, wie wohl. Ich habe einem der Verleute den Schädel eingeschlagen und mir seine Axt geschnappt. War bestimmt ein harter Kampf. Nicht wirklich. Ich bin Profi. Solltest du mal einen Ork zur Stecke bringen, dann kannst du mir seine Waffe bringen. Als Beweis. Sehr witzig. Hey, schon gut, Mann. Aber solltest du es doch mit einem aufnehmen können. Immer her mit der Waffe. Ich zahle auch. Ja, hier hätte man viel früher hinkommen müssen. Die Sache ist, ich habe jetzt keine Ork-Waffen dabei und ich hatte so viele. Naja, egal. Du würdest mir eine Ork-Waffe abkaufen? Wieso? Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Um zu wissen, dass ein weiterer ins Gras gebissen hat, zahle ich mit Freuden. Klingt nach einer persönlichen Sache. Ist es. Es gibt da zwei Grabsteine in Treris. Und ein Versprechen von mir. Verstehe. Naja, wenn ich jetzt Ork-Waffen finde, dann kann ich sie mir bringen. Ja, was geht hier eigentlich ab? Warum sind hier so viele Viecher? Was ist mit diesem Gardisten da passiert? Oh, die mache ich jetzt One-Hit, krass. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen OP. So, was geht hier so ab?
Oh. Was ist denn hier los? Warum sind die alle so nachträglich gespawnt? Ich frage mich, ob ich einen Troll schon besiegen kann. Goblins sollen von mir aus alle kommen. Blutwurzel. Ja gut, den kann ich noch nicht besiegen. Lassen wir das mal fürs Erste. Ah, Besuch. Haben wir nicht auf dir oben? Worauf sollte ich hier achten? Wir haben hier nur eine Regel. Trete keinem im Lager auf die Füße. Einige von den Jungs sind mordsgefährlich. Es schadet dem Lager, wenn sie ausrasten. Ist das hier das freie Lager? Nein. Das hier ist das alte Lager. Das freie Lager existiert gar nicht. Also, ist es das freie Lager? Wir nennen es das Räuberloch. Frei sind wir. Aber das sind wir überall, wo wir hingehen. Wer ist dir der Gefährlichste? Wenn du deinen Kopf nicht auf einen Spieß sehen willst. Halte dich von Cleaver fern. Der Wichser hat null Skrupel. Hat sogar Slykers Bruder umgelegt. Eiskalt. Slykers Bruder? Ja. Der beste Schmuggler, den wir hier hatten. Wer ist hier der Anführer? Quentin organisiert derzeit die Überfälle. Aber wer nicht an den Überfällen teilnimmt, lässt sich von dem Penner auch nichts vorschreiben. Wie ich bereits sagte, wir sind freie Männer hier. Na dann. Ah. El Canto. Von denen haben wir doch schon gehört, oder nicht? Hey! Wer bist du? Sie nennen mich Cleaver. Sie nennen dich. Ist das nicht dein wirklicher Name? Nein, das ist er nicht. Aber warum nennen sie dich Cleaver? Na, was glaubst du? Ich habe den echten Cleaver abgestochen. The Hacker. Schön für dich. Hm? Du wirkst nicht so, als ob es dich überrascht. Sollte es. Hast du noch nie von Cleaver gehört, oder was? Und wieder. Sollte ich... Der beste verdammte Schmuggler außerhalb und innerhalb der Kolonie? Ha! Nie gehört. Schon gut, ich hab's verstanden. Aber wieso hast du ihn umgelegt? Weil ich es kann. Jetzt weiß jeder, dass man sich besser nicht mit mir anlegt. Wenn du nicht begraben werden willst, solltest du auch aufpassen, dass ich mir nicht auf die Füße treten lasse. Was kannst du mir über Cleaver erzählen? Mich oder den Alten? Über dich. Über mich musst du nur wissen, dass ich jetzt Cleavers Waffe trage. Sie ist wirklich sehr scharf. Stehst du mir zu oft in der Sonne? Schon gut, ich hab's verstanden. Der Alte. Der Bastard stammte aus Myrtana. Oder Corinis. War der Anführer einer Bande, schmuggelte jeden Scheiß. Hatte auch ein ziemliches Talent dafür. War sogar so kackdreist, Ware in die Kolonie zu schmuggeln. Bis sie ihn erwischt haben. Da haben sie in seiner Ware direkt nachgetreten. So wie er da stand. Woher weißt du das alles? Der hat ständig damit geprallt, bis es mir zu viel wurde. Was denkst du über Quentin? Quentin steht da, weil ich ihn lasse. Na, ich speichere mal, bevor ich jetzt hier weiter dumme Fragen stelle.
Bist du etwa der eigentliche Anführer? Jeder führt hier das an, was er anführen kann. Cleaver war es Likers Bruder? Ja, hahaha. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt weiß der Wichser, nenne ich auch direkt, wie er mit mir zu sprechen hat. Hast du keine Angst? Vor dem, bevor er mir auch nur zu nahe kommt, hackt ihm eine Leibwache in Stücke. Okay, darf ich an deine Kiste? Finger weg da! Anscheinend sind die schweren Waffen wirklich so, dass die alle diese Anfängerhaltung haben, ne? Naja, dann lassen wir die Kiste mal zufrieden, aber wenigstens reagiert mal jemand auf Diebstahl. Schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Ich hab mir das schon gedacht. Hey! Wer hat dir das Sagen? Was? Wer führt euch an? Du weißt wohl nicht, wo du hier bist, oder? Uns hat niemand was zu sagen. Wir sind nicht umsonst das freie Lager. Ja, aber wer entscheidet, was zu tun ist? Hier entscheiden keine Erzbarone, Söldner oder Gurus. Wir alle entscheiden, welche Schritte als nächstes dran sind. Aber natürlich hat nicht jeder gleich viel Einfluss. Es gibt Schuldeneintreiber, Lagermeister, Schmuggler und so weiter. Und Leute, die besser reden können. Hier zählt starke Gerissenheit, Selbstbewusstsein und Dominanz. Wer Schwäche zeigt, wird schnell ersetzt. Erst recht, wenn jemand nur labert, aber nichts drauf hat. Sonst noch was Interessantes? Ein Rat von mir. Halte deine Nase aus Angelegenheiten raus, die dich nichts angehen. Sonst ist man noch der Ansicht, dass du ein Spion bist. Verstehe. Ich hab mir das schon gedacht. Wie heißt du? Mein Name ist Alvaris. Warum hast du dich dem Feindenlager angeschlossen? Ich wollte unabhängig von meinem Vater sein. Wie heißt dein Vater? Sein Name lautet Gomez. Etwa der Gomez? Anführer des alten Lagers. Kennst du einen anderen? Naja, eigentlich. Natürlich der Gomez. Erzähl weiter. Ich bin sein jüngster Sohn. Gomez hat mehrere Kinder. Er hat 5 Söhne. Unser Vater hatte die Rebellion angeheizt und sich, wie du weißt, auf den Thron gesetzt. Warum wurdet ihr verurteilt? Wegen Raubüberfällen, Schutzgelderpressungen und Mord. Unsere Familie war schon immer in Verbrechen verwickelt. Gomez war unser Lehrmeister und gleichzeitig unser Chef. Er hat uns mit Prügel abgehärtet, wenn wir Fehler machten. Ist das der Grund, warum du nicht an seiner Seite bist? Was ist mit deinen Brüdern? Nun, ich musste sie töten. Alle bis auf einen. Ich hoffe, Innos verzeiht mir. Sie wollten mich nicht gehen lassen. Gomez wollte, dass wir irgendwann seinen Platz einnehmen und über das alte Lager herrschen. Es war mein Fehler. Ich sagte, dass ich meinen eigenen Weg gehen will. Ich hätte einfach verschwinden sollen. Schwierige Situation. Ja, zwar war ich der jüngste Sohn, aber sie unterschätzen mich im Kampf. Nachdem der Kampf vorüber war, fuhr ich aus dem alten Lager. Ich höre meinen Vater immer noch nach Rache schreien. Ich nehme an, das ganze Lager war hinter dir her. Es war pures Chaos. Ich nehme an, es war Schicksal, dass mich der Regen aus Bolzen nicht getroffen hat. Einen Gardisten tötete ich auf meiner Flucht. Dann versteckte ich mich vorübergehend im Fluss. Das alles fand nachts statt. Ich irrte ziellos durch den Wald. Irgendwann landete ich dann hier. Die Banditen nahmen mich sofort auf, denn meine Brüder waren ihnen schon lange ein Dorn im Auge. Das ist unglaublich. Ich hätte niemals damit gerechnet. Hey Jungs, der Trottel hat mir die Geschichte abgekauft. Ja. Wie letztes Mal, als ich dem Typen aus dem neuen Lager verklickerte, dass ich der Erbe von König Roba bin. Du bist ein ziemliches Großmaul. Was erwartest du? Du solltest nicht jeden Scheiß glauben, den man dir auftischt. Das lässt dazu ein, dass man dich verarscht. Werde hier. Ja, habe schon verstanden. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich dem nächsten Deppen auftischen werde. Ja, sehr sympathisch. Was bewachst du hier? Hä? Kenn ich dich, du Penner? Nein, ich. Dann stell keine Fragen, die dich nichts angehen, du Penner. Oh Mann, ey. Meine Meinung kennst du ja schon. Goda, den kennt man doch auch aus Gothic 2. Der ist einer der Drachenjäger. Wie lebt es sich so als Räuber? Räuber? Nimmst den Mund ganz schön voll, Kleiner. Seid ihr denn keine Räuber? Kann sein, dass die meisten Jungs das sind. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich will nur meine Ruhe von der ganzen Scheiße in der Kolonie. Ich meine, wir sind im Knast. Lebt sich irgendwo ein Knast angenehm? Die Zelle hier ist nur ruhiger als alle anderen.
Du beteiligst dich nicht an den Überfällen. Nee, zumindest meistens nicht. Was ich brauche, verdiene ich durch die Jagd. Wo hast du jagen gelernt? Na, hier drin, wo alle so großzügig sind, bestimmt nicht. Und draußen musste man auch zusehen, wie man überlebt. Kannst du mir Jagen beibringen? Ich kenne dich nicht mal. Warum sollte ich? Drei Buchstaben. Erz nützt mir hier nichts. Damit kann ich nichts erlegen und handeln ist hier noch auch eher mager. Wenn du was willst, geh und besorg mir ein paar Pfeile. Dann reden wir nochmal darüber. Ich habe hier ein paar Pfeile. Gerade 50 Stück. Das ist doch was. Also schön. Ich bin dein Mann. Zeig mir, wie man jagt. Okay. Das juckt mich nicht. Was willst du? Ich will mehr über das Camp hier erfahren. Mehr gibt's hier nicht. Wer bist du? Warum sollte ich das wissen? Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe hat heute ihren freien Tag. Stellst du dich absichtlich dumm? Scheint nicht zu klappen. Redest ja immer noch mit mir. Also nochmal von vorne. Wer bist du? Du hast es offenbar nicht begriffen. Gut. Ich erklär's dir mal. Ganz in Ruhe. Ah, ne du. Ich hab keine Lust. Hau einfach ab. Na gut. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wahrscheinlich hat er Angst vor uns. Deshalb hat er den Schwanz eingekniffen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Was kannst du mir über euer freies Lager sagen? Du meinst wohl das freie Lager, Sektenspinner. Unser Lager gilt auch als frei. Boah, das glaubst du doch selbst nicht. Was meinst du? Wir haben keine Butler oder Schürfer, die wir in die Minen schicken. Ihr habt auch eine Mine und Bergarbeiter. Keine Ahnung, ob ihr sie dazu zwingt. Aber ich weiß, dass ihr Sumpfkraut anbaut, verarbeitet und verkauft. Euer Lager beruht darauf. Jeder macht es freiwillig und niemand hat Angst dabei. Niemand hält uns eine Klinge an den Hals. Ja, aber wenn niemand das Sumpfkraut anbaut, es verarbeitet und verkauft, wird euer Lager früher oder später zusammenbrechen. Das ist für manche erster Grund, warum sie zu euch kommen. Sie wollen sich zudröhnen. Wir behandeln unsere Leute dennoch wie Menschen und nicht wie Vieh. Wer eine Pause machen muss, bekommt die auch. Niemand muss hungern. Aber sag mir doch was zu eurem Lager. Ich sehe hier keine Landwirtschaft, keinen Pilzanbau. Damit ihr überleben könnt, müsst ihr andere Menschen überfallen. Wenn ihr es nicht tut, übersteht ihr keinen Monat. Das ist wahr. Und wir haben uns für dieses Leben entschieden. Wir fürchten uns auch nicht. Wenn wir etwas tun wollen, dann machen wir das auch, weil wir wahrlich frei sind. Ich gebe zu, dass die Zeiten manchmal hart sind, aber das gehört dazu. Auch der raue Ton, der hier herrscht. Aber wir sind zufrieden und es funktioniert. Ich habe auch nie behauptet, dass es perfekt ist. Dann sind wir uns eigentlich sogar einig. Ah! Nicht schlecht, Sektenspinner. Nicht schlecht. Diese Banditen sind schon eine wilde Truppe, muss man sagen. Wie steht's? Zum ersten Mal hier? Ja, ich schaue mich hier nur mal um. Hehe, das habe ich auch mal gesagt. Damals, als ich aus dem alten Lager kam. Du warst Mitglied? Warst du Schatten? Ha, schön wär's. Ich war Buddler. Die Penner haben mich gezwungen, die Latrinen zu säubern. Wie hast du es dann geschafft, hier Mitglied zu werden? Ich dachte, hier muss man stark sein. Pass mal auf, Junge. Einen Gardisten konnte ich windelweich prügeln. Aber wenn diese Pisser nur als Gruppe stark sein können, hat man keine Chance. Und wenn ich die Latrinen säuberte, standen immer ein paar Gardisten zur Aufsicht rum. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Mach den Eimer mit Scheiße voll und übergoss die Schweine damit. Hatte mich bepisst vor Lachen. Während die also in ihrer Scheiße badeten, konnte ich abhauen. Waren anscheinend zu sehr mit Kotzen beschäftigt. Haha! Das höre ich auch nicht alle Tage. Hier hat man dich dann sofort aufgenommen? Ich schlug mich für eine Weile alleine durch, hatte Fleischwanzen gefressen. Einige Banditen hatten mich beim Pissen entdeckt. Quentin war auch dabei. Kann ein Mann nicht mal in Ruhe pissen? Schrie ich laut. Irgendwie dachte Quentin, dass ich gut in ihr Lager passen würde. Und dann hast du dich angeschlossen? Nee, noch nicht. Wollte mich nur umsehen, hoffte auch irgendwo einen Schinken zu entdecken und Bier. Die hatten aber sogar noch mehr da. Reisschnaps, Wein, Wacholle, Gurk. Alles. Lebten irgendwie besser als die mit Scheiße übergossenen Gardisten. Und dann? Ich nahm Quentins Einladung an. Wurde freier Bandit. Bist du auch immer an den Überfällen beteiligt? Aber die Gardisten von damals waren leider nie dabei. Wahrscheinlich stinken die immer noch bis zum Himmel. Hä?
Vielleicht müssen die jetzt selbst die Latrinen schrubben, weil sie dich entkommen ließen. Träumen kann man immer. Ja gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Das habe ich auch. Thank you.